Hallo zusammen. Jetzt habe ich euch schon so viele Videos vom großen Schillerfalter gezeigt, von der Raubensuche und auch den Eiern und den Puppen. Und was noch fehlt, ist der Falter. Möchte ich heute mal nachholen. Ich bin hier an einem südexponierten Waldrand. Hier ist eine kleine Pfütze noch gewesen, zumindest heute früh. Es ist sehr heiß, in über 30 Grad aktuell. Und das lockt den Schillerfalter an, der gerne an feuchten Wegstellen saugt. Und hier ist gerade einer rumgeflogen. Und er ist nicht nur rumgeflogen, sondern ich kann euch sogar zeigen, denn er sitzt hier auf meiner Hand. Ja, was man sehen kann, man kann den Rüssel erkennen, mit dem er meinen Schweiß von der Hand saugt. Das ist typisch für Schillerfalter. Ich habe es gerade schon erwähnt, sie saugen an feuchten Wegstellen, hier im Hintergrund zu sehen. Und was daran besonders ist, sind die Salze, die im Boden enthalten sind, die Mineralien, die sie aus dem Wasser entnehmen, grundsätzlich auch die Feuchtigkeit. Und ähnlich ist es mit Schweiß. Ich wollte den Tag über kartieren. Wie gesagt, sind über 30 Grad und das salzige Schweiß im Endeffekt ist auch das, was den Schillerfalter anlockt. Und so komme ich jetzt gerade angeflogen, habe mich umkreist und hat sich hingesetzt. Jetzt saugt ihr da schön fröhlich vor sich hin. Genau, also das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie gesagt, man kann ihn eben im Frühjahr, am Morgen, frühen Morgen vor allen Dingen und auch in den Abendstunden dann wieder Nachmittag, kann man ihn vor allen Dingen an feuchten Wegstellen finden, wo er dann saugt. Und daher, ich habe es auch schon mal erwähnt, daher ist es auch so wichtig, dass die Waldwege nicht versiegelt sind. Dass sich hier das Wasser, quasi diese Pfützen halten können und die Mineralien aus dem Boden aufnehmen können, auch die Tiere. Und genau, also typisch für einen Schillerfalter ist einfach, dass er nicht an Blüten, also der saugt nicht Nektar oder Pollen, sondern wirklich Flüssigkeiten, Ausscheidungen. Hauptsächlich Hauptnahrungsmittel ist wahrscheinlich Baumsäfte, vor allen Dingen von Eichen beispielsweise, an denen er saugt bei Verletzungen, aber eben auch an eben, wie gesagt, Wasserstellen, auch an Kadavern sehr gut zu finden und an Kot, allem im Endeffekt allen, was stinkt auch so ein Stück weit. Und ja. Hier können wir uns jetzt nochmal ein Spektakel anschauen. Und zwar der kleine Schillerfalter in dem Fall hauptsächlich, der hier an einer feuchten Wegstelle saugt. Wunderschöne Tiere.